Das hat auch super funktioniert. Dann bin ich mir recht sicher, dass wir nochmal in das U-Boot reinkommen. So, wir dürfen jetzt hier durch die Gegend fahren. Ich glaube, ich habe damals diesen Abschnitt nicht ganz so gemocht. Weil, na, es ist Schwimmen. Schwimmen war in Tomb Raider immer ein bisschen schwierig. Weil manchmal sind Strömungen schlecht zu erkennen, manchmal dodgt man irgendwo an Dinge ran, an die man überhaupt nicht ran dodgen wollte und dann hat man das Problem. Ja genau, hier gibt es eine unsichtbare Wand, ist auch schön. Unsichtbare Decke. Sieht man mal, wie groß das U-Boot ist. Beziehungsweise, warum liegt das hier eigentlich rum? Darf sich das einfach irgendwo hinlegen? Ist hier nicht die Gefahr zu groß, dass hier irgendwas kaputt geht? Also an dem U-Boot? Nee, und das Schwierige beim Schwimmen ist hier, dass man gerne irgendwo hängen bleibt. Ich weiß nicht, ob das zum fünften Teil hier noch ein bisschen optimiert worden ist. Ich kann es mir ja kaum vorstellen, weil die Engine einfach... Naja, die war dann halt irgendwann nicht mehr gut. So, wir haben eine Strömung hier. Gucken, ob man dagegen ankommt. Es strömt mich immer noch ein bisschen zurück. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Das ist ja halt... Ne, wir sind gerade auf Erkundungstour gerade mal. So, also ich meine, Lara weiß ja auch nicht, wo es lang geht. Von daher, wir sind... Uns geht es gerade mal wie Lara selber. Ich glaube, hier ist die Strömung zu groß, als dass man hier... irgendwas reißen wollte. Da kommen wir auch gar nicht durch, okay. Wie weit das Licht reicht, das ist schön. Da ist noch ein U-Boot. Ach, guck mal. Okay. Ich behaupte mal, das ist nicht unbedingt freundlich zu uns. Weil wir ja, naja. Ja, es hat Torpedos. Was ist das denn? Sind wir hier denn richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube hier, ich würde ja irgendeinen Höhleneingang suchen hier. Irgend sowas, was in Bodennähe ist. Kann ich den irgendwie ärgern? Ich glaube nicht. Also ich behaupte mal, wir sind hier komplett falsch. Ich gehe nochmal in den anderen Gang hier. Da war ja noch ein zweiter. Wir werden gleich getroffen. Nicht. Ich wollte euch nur reinlegen. So. Dann wird das hier hinten sein. Noch einer. Ist es der gleiche? Nee, ist es der... Warte mal, ist es der gleiche? Nee, ist ein anderer Gang hier. Okay, da kommt er nicht hinterher. Da ist er, glaube ich, zu wuchtig für. Ach, das ist ein Secret. Was ist das denn? Ich meine, das ist ja schön, aber... Naja, ich wollte es nicht haben. Dann müssen wir uns noch weiter umschauen. Hallo. Strömung. Ström dich mal ein bisschen an hier. Immerhin gibt es hier keine Sauerstoffanzeige. Also es ist hier nicht unbedingt knapp, was hier passiert. Das heißt, wie sieht das aus? Jetzt rechts war das Secret. Sei denn, wir können natürlich noch irgendwie anders weiter. Ich weiß es nicht. Ich würde ja eigentlich im Prinzip gerne nach oben schwimmen wollen, damit man mehr Übersicht hat. Aber das geht ja nicht. Okay, ich glaube mal... Okay, da war das Secret. Hier ist... nichts, okay. Bisher funktioniert das Schwimmen gut, aber wir sind auch noch nicht in engen Gängen durch die Gegend geschwommen hier. Und wie gesagt, hier die Strömung, ich weiß nicht, manchmal stört das ein bisschen. So, Secret haben wir gefunden, ich speichere nochmal spontan. Das ist total auch sowas von spontan. Kann man hier irgendwas Fancyes machen, man kann hier sich nicht abgefahren drehen, man kann auch nicht langsam schwimmen, also die Steuerung, na gut, mehr braucht man eigentlich auch nicht. Warte mal, kann man hier lang? Ich glaube, hier waren wir ganz am Anfang, ne? Genau. Da war das U-Boot, oder der Taucher vielmehr. Da muss aber noch irgendwas anderes sein. Ich glaube, sonst wäre das hier eine komische Gegend, wenn hier gar nichts ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, guck mal. Hier so, da so. Das sieht schon besser aus. Schon rempelt man überall an. Ist toll. Ah. Moment. Okay, da geht's runter. Ja, sehr gut. Tschüss. Du darfst mich nicht hauen, da oben. Naja, vielleicht doch. Aua. Ist schön, dass man sich auch in dem Anzug mit Medipacks heilen kann. Ich meine, es wurden nur mehrere Torpedos auf uns geschossen. Das ist kein Problem. Wir können uns trotzdem heilen, oder? Wir kleben quasi Pflaster auf den Anzug von außen. Wasserdichte Pflaster, ne? Sonst hilft das hier nicht. Und dann klappt das ganz formidabel.
So, wir können glaube ich nur hier lang. Es gibt ein wenig Möglichkeiten. Ja, es ist schon ganz cool. Ich finde das Level gerade mal nicht so schlimm, wie ich das früher gedacht habe. Ach nee, Moment. Das kommt gleich noch. Tja, und wer hätte das gedacht? Ich glaube, wir sind übrigens tatsächlich im Rumpf des alten U-Bootes. Und jetzt kommt der nervige Teil, weil wir müssen uns beeilen. Und ich habe gerade mal viel zu lange gebraucht, um nochmal zu zeigen, dass das hier ein U-Boot ist. Es scheint mir so zu sein. Von daher, jetzt kommt der etwas anstrengendere Teil, dass man hier rausschwimmen muss. Innerhalb der Zeit. Okay. Na! Angedotscht. Na, und jetzt auch in der Zeit vor allem. Weil das geht, das ging echt jetzt. Problem ist in der Zeit zurück zum U-Boot, nennt sich das Ding, glaube ich. Hier. Weil das geht auch. Was habe ich mich damals angestellt? War ich damals schlechter? Wahrscheinlich. Da, in diese Luke da. Es ist knapp, aber nicht unmöglich. Und warum verfolgen die anderen mich nicht? Okay, das ging sogar. Ist erstaunlich. Das war echt ein kurzer Ausflug. Das war echt kurz. Jetzt laufen wir so durchs Schiff. Das finde ich lustig. Och, Mano. Ah, unsere unangemeldete Besucherin. Ich fürchte, Sie haben einen gewissen Gegenstand entwendet, den ich dringend benötige. Zur Unterstützung Ihrer Bemühungen um einen dauerhaften Weltfrieden, nehme ich an. Oh, der Weltfrieden ist nicht gerade mein Ziel bei der Suche nach diesem Artefakt. Dieses Artefakt beherbergt ungeahnte Macht. Kräfte, die Sie niemals im Zaum halten könnten. Sie können den Speer haben, wenn Sie wollen, aber Sie werden es bereuen. Die Welt könnte es bedauern. Geben Sie es mir und ich verschone Sie vielleicht. Wenn Sie es so haben wollen... Bringt sie in den Torpedoraum und schießt die Dame ins Meer. Sergei, hören Sie mir zu. Sie haben ja keine Ahnung, worauf Sie sich da einlassen. Wie kann es sein, dass sie das alles so unbeschadet übersteht? Sie steht hier einfach nur rum und denkt sich, ach ja, ach cool. Ja, Rotlicht, kenne ich ja. Okay, hier ist kaputt. Also, da scheint das ganze U-Boot hier zerdeppert. Und ich erinnere mich tatsächlich, dass die Verwirrung vom Anfang jetzt erst eigentlich losgeht, sage ich mal. Es sieht schon ziemlich cool aus, muss ich ja sagen. Das haben sie schon ganz cool gemacht. Irgendwann geht einem das Sirenengeräusch, das Geräusch ein bisschen auf den Geist, aber es geht schon. Es sieht schon vom Licht her, von der Beleuchtung hier, von den ganzen kleinen, von wegen, dass du überall Wasser durch die Gegend fliegt, sieht schon ziemlich cool aus, finde ich persönlich. Die Atmosphäre ist halt sehr stimmig gerade mal. Ist hier noch irgendwas Wichtiges für uns? Ich glaube nicht. Und ich glaube, das wird Leich erstmal. Weil, die Leichen sind weg, ne? Die hier gerade mal fleißig vor sich hingeleicht haben. Die sind weg. Ich denke mal, dass wir da gleich eine Schlüsselkarte tatsächlich endlich mal finden. Ich hoffe mal, die Türen sind noch da. Vielleicht sind die auch weggesprengt mittlerweile.
Unsere Waffen haben wir immerhin noch. Natürlich, die anderen haben jetzt auch nichts Besseres zu tun, als mich aufzuhalten hier. Wo wir doch alle im gleichen sinkenden Boot sitzen hier. Ach, guck mal, hallo. Na? Oh. Hallo, Typ. Na, du willst einfach mal sterben, ne? Das passt schon. Dabei haben wir eben schon alle umgebracht, die uns im Weg standen. Aha, Desert Eagle Ammo. Aber anscheinend sind hier noch neue hinzugekommen. Okay, das erübrigt den Gang. Das ist schon ganz nett. Schwubbel. Und wollen wir mal schauen, wie viel noch von dem U-Boot hier übrig geblieben ist. Aber ich muss auch sagen, auch der Abschnitt hier ist nicht so sonderlich lang. Genau, hier war das Problem mit dem Feuer. Ich erinnere mich, um es mal wieder gesagt zu haben. Natürlich, Dramatik, dramatische Musik. Genau, da Schlüsselkarte. Ist hier jemand? Warum war da dramatische Musik? Ist hier jetzt irgendwas drin? Ich vermute mal nicht. Es wäre ziemlich blöd. Hätte irgendjemand was nachgefüllt. Oder sie findet plötzlich spontan irgendwas Neues, was spannend ist. Okay, es ist nichts drin. Ich glaube, da oben... weiß ich nicht, ob wir da nochmal wieder hinkommen. Ich gucke da mal rein. Falls da noch irgendwas Spannendes ist. Also, warte. Wie muss ich mich da drehen? Andersrum. So, zur Wand hin. Ich meine, zur Dings hier. Das sieht auch recht... Das ist sehr zu. Okay. Von daher passt das schon. Okay, da kämen wir durch. Allerdings erst später. Das heißt, wir müssen durchs Feuer halbwegs. Nicht durchs Feuer, sondern übers Feuer. Das wäre nochmal besser. Ich glaube... Okay, das ist doch machbar. Ich glaube, ich bin da früher öfter mal abgebrannt. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich das schön fand oder so. Weil mir kalt war. Man weiß es nicht. Hier sollte eigentlich auch nichts Neues drin sein. Aber auch das weiß man nicht. Ne, okay, nichts Neues. Von daher, ich spare mir mal das dritte Regal. Wahrscheinlich jetzt genau jetzt in diesem Moment wäre hier was Neues drin, in dem dritten Regal. Da, wo man nicht nachguckt, da ist immer was anderes. Wenn man was sucht, ist es immer da, wo man als Letztes schaut. Da ist auch so, okay, das brauche ich gar nicht mehr suchen. Ist das wirklich gleich hier schon wieder durch, oder was? Dieser Abschnitt. Das wäre ja mal kurz. Ich weiß nicht, warum, und ich habe mich nicht angezündet. Ah, okay. Es musste ja kommen. Was bei Half-Life funktioniert, funktioniert hier natürlich auch. Ich weiß nicht, warum dieser Teil hier... Also ich finde den fünften Teil hier deutlich einfacher als zum Beispiel den vierten und den dritten, muss ich ja sagen. Und vor allem, der ist auch deutlich kürzer anscheinend als der... Als eigentlich alle Teile vorher, habe ich den Eindruck. Ich glaube, wenn ich jetzt erst bei Folge 11 oder sowas bin... Müsste. Oder 10, ich weiß es nicht. Und wir sind schon fast durch den zweiten Abschnitt hier durch. Ich weiß nicht, wie lang die beiden letzten Sachen dann noch werden. Kann ich gerade nicht wirklich sagen. Natürlich ist hier auch nochmal Strom reingefallen, oder ist das... Natürlich, alle... Hauptsache, alles ist unter Strom, das ist schön. Was soll der Quatsch? Hier hätte es doch wenigstens brennen können, so zur Abwechslung. Da ist ein Secret. Ist das ein Secret, was wir kriegen, wenn wir ordentlich Medipacks reinballern? Oder was? Wann kriegen wir das? Ich musste mal spontan speichern. Das Level heißt passenderweise, das U-Boot sinkt. Tja, wenn man durch einen Güllesee gefahren, hätte man gesagt, das U-Boot stinkt, aber halt nicht. Okay, also man verliert das zu schnell. Laden hier, mal richtig. Man verliert das Leben zu schnell. Ich glaube, man muss hier später dann nochmal hin. Ich glaube, das geht sonst nicht. Da oben kommen wir auch nicht hin. Da hinten. Kommen wir da hinten wieder hin? Da, wo wir ganz am Anfang runtergefallen sind? Ich behaupte mal nicht. Das ist, glaube ich, zu. Da ist auch kein Griff dran. Okay. Irgendjemand hat das Gitter anscheinend repariert in der Zeit, wo wir nicht hier waren. Ich meine, fleißig sind sie ja, ne, die Handwerker.
Da kann man nichts gegen sagen. So, So, dann wollen wir mal schauen, ob ich da rüberkomme. Das Problem ist, dass man das mit dem Springen jetzt hier, dass man da oben an der Kante gerne mal hängen bleibt. Und ich weiß nicht, ob man da durch den Wasserfall, da bekommt man, glaube ich, keinen Schaden. Da hinten können wir hin, theoretisch. Wahrscheinlich sogar auch praktisch. Also ich versuche mal, dass ich direkt da vorne hinkomme. Ja doch, das ging erstaunlicherweise. Der Lagerraum, war hier der Lagerraum? Ich glaube, der ist auch verschüttet. Hier fehlt, glaube ich, noch eine Schlüsselkarte. Nee, ach guck mal, hier ist offen. Habe ich noch eine schöne Waffe zum Umnatzen hier. Ammo auswählen. 6 Schuss. Gib her den Quatsch. Das wird eh nicht mitgetragen auf die nächste Gegend. Von daher passt das schon. Warte mal, hat er noch was dabei? Der hat keine Schlüsselkarte. Dann, ach doch, da ist er. Siehste. Gut, ich meine, ist schön, dass man die Schlüsselkarte in einem Schlüsselkartenraum kriegt. Von daher weiß man zumindest, dass der Kerl hier offiziell reingegangen ist. Nicht einfach wild irgendwie eingedrungen. Ein Medipack, sehr schön. Na, weil man könnte den Zusammenhang ziehen, von wegen, er hat eine Schlüsselkarte, er braucht eine Schlüsselkarte, um da reinzukommen. Das heißt, es klingt irgendwie logisch, ne, dass er da die auch benutzt hat. Man kann natürlich sagen, hier, ich habe diese tolle Schlüsselkarte. Ich breche halt trotzdem ein, weil mir ist langweilig. Ich weiß nicht, ob das hier an Bord so braucht ist. So,